Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit. Der Herbst ist jetzt auch in der Drogerie angekommen und wir starten ihn mit einem vermutlich Volltreffer. Wir haben nämlich die Pumpkins Pretty Please Limited Edition von Essence mit Lidschattenpalette, mit Lippenpatches, Lippenöl, Lippenstift und einem Produkt, was ich so in der Drogerie noch nicht gesehen habe. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und seid gut drauf. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen Freude bereiten kann und würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen auch direkt ins Video. Ich war eben bei Rossmann und habe einen kompletten Aufsteller ganz, ganz frisch gefunden von Essence. Ich weiß, dass Catrice auch eine Herbst-LE rausbringt. Die habe ich tatsächlich aber noch nicht gefunden. Wir haben ja aber auch gerade erst meine gefunden. Die ist aber ganz süß und ich finde, das ist auch eine recht schöne Ergänzung zur bestehenden Kollektion. Wir haben ein paar Lippenpatches. Die werde ich jetzt natürlich nicht raufmachen, weil ich sonst einfach nicht mit euch reden kann. Vielleicht mache ich dazu aber noch mal ein Reel oder ein TikTok oder so, einfach um sie mal zu testen. Sehen süß aus. Die haben Kürbisextrakt und Hyaluronsäure mit drin und sollen ein feuchtigkeitsspendendes, glättendes Lippenpatch sein. Angereichert mit Kürbisextrakt und Hyaluronsäure. Auf die trockene Mundpartie legen und 10 Minuten einwirken lassen. Klingt ganz spannend. Ich mag diese Lippenpatches eigentlich ganz gerne. Man kann dabei, wie gesagt, einfach nur immer nicht reden. Und das ist natürlich nicht ganz so optimal, wenn man ein YouTube-Video drehen möchte. Was wir noch haben, ist ein Color Changing Lip Oil. Der sieht so aus und den finde ich richtig süß. Ich dachte, dass das so ein Tinted Lip Gloss ist. Ist es aber nicht. Ich habe ihn eben auch schon mal so ein bisschen auf den Lippen gehabt. Wir probieren ihn einfach mal kurz aus. Schaut mal, wie trocken meine obere Lippe aussieht. Schön. Den lassen wir mal ein bisschen drauf, denn ich möchte einfach nur diesen pflegenden Ölanteil in die Lippe kriegen. Hier ist nämlich Kürbiskernöl mit drin. Also das passt schon alles auch thematisch zusammen, muss ich sagen. Wir haben Kürbisextrakt, wir haben Kürbisöl. Der riecht jetzt nicht nach Kürbis, der riecht nur ein bisschen süßlich, aber nicht so nach Zuckerwatte oder so. Er fühlt sich sehr, sehr gut auf den Lippen an. Ist aber meine persönliche Meinung, ich habe mittlerweile 77.000 Einheiten von Color Changing Lippen irgendwas. Das als Lip Gloss wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß, dass viele diese Color Changing Lip Glosse oder Lippenöle sehr, sehr gerne mögen, weil sie einfach so süß sind dabei. Die gehen nur ein bisschen Pflege rauf, die sehen einfach immer ein bisschen frischer aus und dafür ist es schön. Es ist ein sehr, sehr glossy Finish, den kann man bestimmt auch über einen Lippenstift geben. Ich habe aber noch zwei andere Lippenprodukte. Eins zeige ich euch erst ganz zum Ende. Ich habe noch nie so eine Farbe in der Drogerie gesehen und ich hoffe, dass sie gut ist. Wir haben aber auch noch einen Lippenstift. Und das ist der Sweeter Than Pumpkin Pie Matte Lipstick. Die Farbe ist, denke ich mal, Sweeter Than Pumpkin Pie. Doch ja, Sweeter Than Pumpkin Pie. Der ist eine ganz süße Farbe. Ich swatch ihn euch einmal ganz kurz. Der ist recht matt, hat so einen ganz, ganz leichten, semi-matten Finish mit drin. Und es könnte jetzt tatsächlich auch dieselbe Farbe wie auf meinen Lippen sein. Sehr, 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 sehr deckend, sehr, sehr cremig. Was ich damit machen möchte, ich möchte den als Blush benutzen. Das mache ich persönlich mit Lippenstiften immer ganz besonders gerne, weil sie einfach sehr frisch auf der Haut aussehen. Und ihr seht, ich habe nur unter meinem Augenbereich auch bis jetzt gesettet mit Puder. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach hier einen Brush, gehe hier ordentlich rein. Der Pinsel nimmt gut Produkt auf und das arbeite ich mir ganz, 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 ganz leicht hier erstmal in meine Wangen. Auf der Haut sieht er tatsächlich auch ein bisschen rosaner aus, aber das ist genau das, was ich meine. Ihr seht das, ne? Der gibt so einen sehr, sehr frischen Schein auf die Haut, auch wenn er matt ist. Das ist natürlich jetzt kein Glossy Lipstick oder kein Gel Lipstick, der dann wirklich sehr, sehr nass auf der Haut aussieht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt den fixieren, müsst ihr aber nicht. Sehr, 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 sehr süß und der gibt wieder diese Lebendigkeit zurück. Auf den Lippen kann ich ihn mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte euch neulich bei Instagram gefragt, welche eure liebsten Farben sind. Und ich dachte eigentlich, dass es eher so diese nudigeren, kühleren Töne sind. Aber ganz im Gegenteil, es sind wirklich diese rosanen Farben, diese frischen, rosy Mauve-Töne. Und dafür wäre der natürlich ganz passend. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was von dem Lippenöl wieder weg. Und ihr seht, also es kommt tatsächlich auch Farbe wirklich, aber die Lippen haben so einen leichten Tint einfach nur bekommen.
Ich sehe heute auch ein bisschen aus wie Schneewittchen, ne? Ich habe noch keinen Bronzer drauf. Das Highlight-Produkt ist natürlich die Lidschattenpalette. Und das ist die Pumpkin Pretty Please Eyeshadow Palette. 9 Gramm sind mit drin und wir haben 9 Farben. Einzigartige Farbtöne, inspiriert vom Kürbis. Weiche, matte, faszinierende, metallische und magisch marmorierte Töne. Das sieht phänomenal aus. Wir haben eine gute Auswahl an matten Shades. Der hier, dieser dunkle, ist so semi-matt, würde ich sagen. Und der Rest ist wirklich metallic und Schimmer. Und dann haben wir natürlich hier oben auch noch so einen marmorierten Ton. Und da muss ich sagen, Essence hatte in den letzten REs immer eine recht spannende Auswahl an matten Tönen. Hiermit kann man definitiv wirklich schöne Looks machen. Und ich möchte selbstverständlich auch einen orangenen inspirierten Look schminken. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes nur in diesen hellen Ton, um hier ein bisschen Farbe drauf zu haben, damit der Blending-Effekt gleich wesentlich weicher wird. Ich gehe nur mit einer ganz, 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 ganz leichten Hand jetzt rein. Ich will eigentlich nicht, dass man die Farbe doll sieht. Man sieht sie dennoch ein bisschen. Das soll mir einfach nur den Blende-Effekt ein bisschen erweichen. Und die Farbe müssen wir ausprobieren, Freunde. Ihr kennt mich. Das ist eine wundervolle Blush-Farbe. Ich probiere hier ganz leicht reinzugehen. Und vielleicht noch ein bisschen in den und ein bisschen in den hier oben. Misch mir das Ganze auf der Hand zusammen und taste das dann so hier rüber. Ich erinnere mich, es gab mal von Essence eine Limited Edition. Fall Back into Nature. Liebes Essence-Team. Bringt bitte diese Palette wieder zurück mit diesem Gelb und Orange und ich schaue, ob ich sie habe. Ich habe sie jetzt leider nicht gefunden, ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, ihr kennt sie mittlerweile alle. Die Lidschatten funktionieren natürlich auch sehr, sehr gut als Blushes und ich finde, das gibt dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen was Herbstlicheres. Jetzt machen wir aber weiter. Ich nehme hier einfach den Lidschatten und blende mir den hier so ein bisschen nach außen etwas weiter, dass das Ganze einen schönen Verlauf hat. Und dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in dieses Hot Orange und stempel mir das hier außen hin. Und dann blende ich in kreisenden Bewegungen die Farbe nach rechts und links. Yes! Die Farbe ist ein bisschen trockener, aber das liegt tatsächlich am Orange selber. Also wenn ihr Orange mischt, als Pigmente habt ihr natürlich rot und gelbe Pigmente mit drin und das sind beides recht trockene Pigmente, wenn sie vegan sein sollen zumindest. Und das ist die Palette. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Wie gesagt, man muss sie so ein bisschen aufbauen mit einem Blendepinsel. Deswegen nehme ich jetzt nochmal einen etwas fester gebundenen Pinsel und kann dann die Farbe richtig schön aufbauen. Meine Base war natürlich jetzt auch gesettet. Ich empfehle euch bei solchen Farben, die wirklich richtig leuchtend sein sollen, auf jeden Fall immer eine feuchte Base. Gehe hier in den Ton und dunkel mir das noch so ein Stückchen ab. Mal schauen, wie dunkel ich ihn kriege. Ich gehe ganz leicht nur hier in diesen dunklen Lila. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Dunkel Lila, dunkel Braun und nehme mir damit nur die dunklen Pigmente raus. Also das funktioniert bei diesen Semi-Schimmertönen immer ganz besonders gut, weil sie einfach sehr, die sind so gepresst, dass ihr auch mattes Pigment mit rauskriegen könnt, wenn ihr mit einem fluffigen Blendepinsel lang geht und so reinstecht. Wenn ihr so kratzt, dann kriegt ihr den Schimmer mit. Wenn ihr nur so, hier seht ihr es, so macht, nehmt ihr eigentlich nur das matte Pigment mit raus. Blend das hier oben noch so ein Stückchen hoch. Ihr seht es auch, dieser Look wird sehr winglastig, denn es gibt ein Produkt, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Vorher gehen wir aber hier mit einem flachen synthetischen Pinsel zuallererst einmal in diesen Ton hier unten und mischen uns da so ein bisschen Gold raus. Und den presse ich mir jetzt hier erstmal nach außen hin. Sehr metallisch. Das ist das Schöne an diesen geflakten Tönen. Gehe ein bisschen in das Rot hier oben, mische mir das da noch etwas außen hin und dann drehe ich den Pinsel und gehe in diesen Goldton hier vorne. Und damit ziehe ich mir wie so eine halbe Cut Crease schon mal. Nichtsdestotrotz, eine wahnsinnig schöne Palette. Schaut euch bitte diesen Ton an. Wir könnten das natürlich auch noch mit dem Finger so ein bisschen aufblenden. Aber sehr, sehr schön und vor allen Dingen sehr, sehr herbstlich. Ich mache immer schnell den unteren Wimpernkranz und nutze dafür die Farbe hier unten und diesen dunkleren Ton. Ich möchte das heute sehr herbstlich haben. Sehr, sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie ein klassischer Augenentzündung, Maxim Giacomo Look. Liebe ich aber. Wenn ihr das Ganze noch so ein bisschen dunkler machen wollt, mit einer Farbe, die ihr vielleicht in einer anderen Palette habt oder so, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen
dimensionaler. Ich liebe das aber genauso, wie es ist. Wir haben noch was anderes. Und zwar ist das dieses Schätzchen hier. Das ist ein Super Black Creamy Eyeshadow Eyeliner. Super viele Worte für ein Produkt. So sieht das Ganze aber aus. Wir haben hier unten einmal den Pinsel. Der ist sehr, 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 sehr dünn und damit kann man sich dann den Eyeliner ziehen. Auf der anderen Seite haben wir so ein kleines Döschen. Das gab es so doch schon mal. Ich dachte, das war ein Puder. Ja, der ist Tatsache, ist der nicht so super cremig, sondern so ein bisschen auf der Cream-to-Powder-Formulierung, würde ich sagen. Ich drücke ihn nochmal so ein bisschen flach, setze ihn hier hinten rein. Da kommt nicht so viel raus. Also, ich verstehe es. Vielleicht liegt jetzt daran, dass ich einfach schon Lidschatten drauf habe. Oder muss man den vielleicht nass machen? Ich glaube, der soll wirklich, also auf dem Bild, was da drauf war, sah das Model auch so ein bisschen smudgy aus. So ein bisschen verwischt und ein bisschen verdunkelt. Ich verstehe es. Ich glaube, dass das sehr, sehr schön aussehen kann, wenn man wirklich diesen super smoky Eye-Look haben möchte. Damit komme ich nicht so klar. Deswegen nehme ich mir jetzt hier ein Kajal von Catrice in Braun. Okay, ich habe jetzt noch ein bisschen aus meiner Palette Spillet und Community genommen, um das so ein bisschen auszublenden. Und jetzt finde ich es Tatsache ganz süß. Schade, dass das Ding nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass das wirklich ein Produkt ist, wenn man diesen sehr, sehr Durcheinander-Look haben möchte. Wenn es so ein bisschen verraucht ist, ist ja recht beliebt bei der neuen Generation. Freunde, ich mache mir mal ein bisschen Mascara rauf und jetzt haben wir noch ein Produkt. Das gehört zwar nicht zur Kollektion, aber das sah so krass aus. Ich lieb's. Mascara ist drauf. Jetzt muss ich sagen, passt der Look ganz gut zusammen. Ist so ein bisschen Cat-Eye-mäßig. Es gab eine neue LE von Rival Loves Me. Die ist Dare to Scare und da gab es zwei Liquid Lipstick. Einmal einen blauen und diese Farbe hier. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Wir müssen ihn ausprobieren. Ist das ein Liquid Lipstick? Matt Liquid Lipstick. Okay, der ist ein bisschen patchy in der ersten Schicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, den raufzugeben und dann mit einem trockenen Tuch wieder abzunehmen, dass die Lippen nur so ein bisschen angepasst sind. Schade. Das wäre krass gewesen, so eine dunkle Farbe mal in der Drogerie. Finde ich jetzt persönlich aber nicht ganz so schlimm. Hat 2 Euro gekostet. Nun sehe ich wirklich ein bisschen aus wie Schneewittchen. Schade mit dem Liquid Lipstick. Ich mache ihn weg, dass sie. Oder? Wartet mal. Noch nicht abschalten. Nur so ein bisschen als Lip Liner und jetzt nehme ich einfach den Essenslippenstift. Ja, 90s are back und noch kommt alles rauf heute hier, was geht. Damit hat niemand gerechnet. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Limited Edition sagt. Ich fühle mich wie die verlorene Schwester von Schneewittchen. Lidschattenpalette, super cute. Lippenstift, eine sehr, sehr schöne Farbe und auch die Kombi, das ist ein Look. Ich glaube, dass man ihn natürlich viel, viel alltagstauglicher machen kann, wenn man nicht so übertreibt wie ich. Aber Freunde, ihr kennt mich, ich will das meiste aus den Produkten für euch holen und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut geschafft. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Limited Edition in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Nachrichten. Passt auf euch auf!